Die folgenden Worte sind eine Antwort des buddhistischen Zen-Meisters Thich Nhat Hanh auf eine Frage zum Sterben. Es war Herbst, und ich fragte das Blatt, ob es Angst hätte, denn die anderen Blätter fielen zur Erde. Das Blatt sagte mir, nein, während des ganzen Frühjahrs und Sommers war ich völlig am Leben. Ich habe hart gearbeitet, um zu helfen, den Baum zu nähren. Und jetzt ist viel von mir im Baum enthalten. Ich werde nicht durch diese Form beschränkt. Ich bin auch der ganze Baum. Und wenn ich wieder zur Erde zurückkehre, werde ich weiterhin den Baum nähren. Also muss ich mich nicht sorgen. Wenn ich diesen Zweig zurücklasse und zur Erde zurückgleite, werde ich dem Baum zuwinken und ihm sagen, ich werde dich sehr bald wiedersehen. An diesem Tag wehte ein Wind, und nach einer Weile sah ich das Blatt den Ast loslassen und nach unten auf den Boden schweben. Freudig tanzend, weil es sich, während es schwebte, schon wieder in den Baum sah. Es war so glücklich. Ich senkte den Kopf, wissend, dass ich viel von dem Blatt zu lernen habe. Also schaue auch du bitte weiter zurück. Und du wirst sehen, dass du schon immer hier gewesen bist. Lass uns gemeinsam schauen. Lass uns das Leben eines Blattes durchdringen, damit wir eins mit dem Blatt sein können. Lass es uns durchdringen. Lass uns eins sein, auch mit der Wolke, eins sein mit der Welle, um unsere eigene Natur als Wasser zu erkennen und um frei von unserer Angst zu sein. Wenn wir sehr tief blicken, werden wir Geburt und Tod transzendieren. Und auch ich werde weiterhin sein. Aber du wirst sehr aufmerksam schauen müssen, um mich zu sehen. Ich werde eine Blume sein oder ein Blatt. Ich werde in vielen Formen sein und dir Hallo sagen. Wenn du achtsam genug bist, wirst du mich erkennen. Und du wirst mich begrüßen. Ich werde sehr glücklich sein.